Hi, ich bin Pat Farr. Ich spiele Drums bei Ray Garvey, Luke Mockridge, Cassandra Steen und heute und auch sehr viel bei Stefanie Heinzmann im Zoo Zürich. Da freue ich mich sehr drauf. Ich spiele natürlich Peistebecken und zwar schon gefühlt mein Leben lang. Also wirklich, als Kind habe ich schon Peistebecken gemalt und bin der Firma immer mega auf den Sack gegangen. Ich habe so als Kind Briefe geschrieben, handschriftlich und nach zu Schacht Audorf zu der deutschen Vertriebsstelle geschickt. Und die haben mir dann auch mal geantwortet und gut Mut zugesprochen und so. Also kein Scherz. Und irgendwann war das Team so nett, mich dann quasi auch mit in den Roaster aufzunehmen. Und deswegen spiele ich jetzt seit gefühlt einem Leben lang Peiste. Proben mit den Bands war jetzt in der Form tatsächlich nicht möglich, was bei uns nicht so den Unterschied macht, weil wir sowieso sehr saisonorientiert proben. Das heißt, wir proben einmal am Anfang der Saison und spielen dann die Sommersaison ab, dann proben wir wieder im Herbst und spielen dann die Winterhallentour oder so. Das geht bei allen Bands so. Und dieses Jahr war es großartig. Wir haben 2 Wochen mit Ray geprobt, alles ausgecheckt und dann sind wir in den Urlaub gegangen. Deswegen Proben gab es tatsächlich nicht. Die Freizeit, das geht so in so Blöcken. Da komme ich mir auch so ein bisschen vor wie so Lagerkoller in der Psychiatrie. Der erste Monat war super, weil es war frei und viel geiler als vorher. Man denkt so, super gut. Und im zweiten Monat habe ich ganz viel geübt und viel Klavier geübt, weil ich auch viel musikalische Leitung mache, also mich da fortgebildet, viel Online-Seminare gemacht in Amerika. Und dann habe ich was wahrscheinlich jeder gemacht hat, die Wohnung gestrichen und eine neue Küche eingebaut. Und dann kam echt so die Sinnkrise auch. Ne? Dann hat man echt gedacht, so jetzt geht es nicht weiter. Ist das cool, was ich mache? Sollte ich was anderes machen? Und dann, als ich dachte, okay, jetzt, ich nutze die Zeit richtig gut und fahre in Urlaub und mache chill den Sommer, dann kamen eigentlich Konzerte rein. Seitdem spiele ich wieder die ganze Zeit. Mein Lieblingssymbol von Peiste habe ich tatsächlich da unten auf der Bühne. Das ist diese Extra Thin Serie aus der Masters, diese wirklich ganz dünnen. Das habe ich in 20 und Christian hat ja auch viel Plan von den Becken und hat schon immer vorgewarnt, dass die wirklich sehr, sehr dünn sind. Aber ich habe es irgendwie im Griff, also ich spiele sehr große Größen, aber sehr dünne Symbols und spiele im Prinzip im Moment nur noch die Thin und Extra Thin von den Masters mit so ein paar Hi-Hats zusammengewürfelt, custom-mäßig aus verschiedenen Becken und kommen damit super klar. Die haben auch keine Dellen, keine Risse, also das geht schon. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Zusammenreißen ist oder eine Art und Weise, wie man Sound erzeugt, aber ich spiele lieber mit einem großen Becken, ein großes Becken leise an, um einen mächtigen Sound zu erzielen, als ein kleines Becken laut, um den Sound zu erzielen.